Hallo, 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 weiter geht's mit Kork. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu weiterem Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Ich hoffe, ihr seid gesund, ich hoffe, euch geht's gut und Hallöchen. Ich stoße erst natürlich auf uns an, dass wir gemeinsam diese schwere Zeit und diese nicht ganz so tolle Situation zusammen meistern. Deswegen, Leute, wie die Angela, ne? Durch Abstand regeln wir das schon, sagen wir es mal so. Es hört sich kacke an und so weiter, ne? Aber wer es nicht gesehen hat, schaut euch mal die Ansprache von Angela Merkel an. Die kam ja gestern, war es bei mir, bei euch glaube ich dann, ja doch auch. Gestern um 19 Uhr kann man über nachlesen, beziehungsweise sich nochmal anschauen. Leute, vermeidet Kontakt zu euren Liebsten, weil das verhindert auf jeden Fall die Ausbreitung oder allgemein Kontakt, die Ausbreitung von diesem Virus. Ist total kacke, ist blöd und wurde ja auch gesagt von wegen, ne? Wenn es einem kacke geht, dann sucht man halt die Geliebten, aber aktuell ist das halt einfach nicht der richtige Schritt. Deswegen bleibt zu Hause, am besten alleine. Das hört sich echt depri an, aber es ist einfach Fakt, ne? Bleibt zu Hause alleine und, ja. Haltet durch. Wenn ihr in Quarantäne seid, haltet auch durch auf jeden Fall. Ich versuche natürlich so gut wie möglich mit Streams und so weiter zu unterhalten oder mit Videos. Heute auch wieder ein Stream ab 19 Uhr auf, ab 20 Uhr, Entschuldigung, auf twitch.tv/zuschauer99. Heute ist der, wir schauen kurz aufs Datum, Donnerstag, der 29. März. Das heißt, wenn ihr gegen 20 Uhr einschaltet auf twitch.tv/zuschauer99, Link in der Beschreibung, bin ich live und vielleicht kann ich euch ja etwas, ne, Unterhaltung bieten, wer weiß. Prost auf euch, wir schaffen das schon. Wir gemeinsam sind stark. Und wir werden das Ganze hinbekommen. Ohne Probleme, denn wir sind krass. So, ab geht die wilde Fahrt hier. Clash of Clans, was geht allgemein hier ab? Und zwar kranke Scheiße, nämlich Update. Update, Leute. Jetzt geht's ja hart, wa? Neues Level im Anmarsch. Geile Scheiße, sage ich euch. Neue Level im Anmarsch, nachdem in den letzten Wochen angekündigt, nach in den letzten Wochen angekündigten Kostenreduktionen und Änderungen an der Bauarbeiterbase haben wir im nächsten Update auch ein paar Feinheiten für alle Spieler von Rathaus 11 bis 13. Geil, geil, geil. Und zwar Level, beziehungsweise Truppen werden erhöht und Gebäude werden verbessert. Und wir schauen mal kurz, was ist hier erst. Wir fügen zusätzlich Level für Gebäude, Truppen, Verteidigungsanlagen und Zauber hinzu. Außerdem gibt es für Rathaus 13 Spieler zusätzlich 50 Mauerstücke, die sie von Level 13 auf 14 verbessern können. Schau dir die super coolen Informationen unten an. Die super coolen Informationen. Und zwar Truppen. 12 bekommen Kobold Level 8. Rathaus 12 bekommt Barbar Level 9, Lakaien Level 9 und Level 13 bekommt Valkyrie Level 8. Richtig geile Scheiße. Zauber, Rathaus 13 bekommt Giftzauber Level 7. Und Gebäude, Rathaus 11 bekommt Goldmine 14, Elixiersammler 14 und Bohrer für Dunkles auf Level Nummer 8. Verteidigungsanlagen, Rathaus 13 bekommt Bogenschützenturm Level 18, 13 Minenwerfer 13 und 13 Bombenturm 8. Genau, Rathaus 13 Spieler können 50 zusätzlich Mauern auf Level 14 verbessern, habe ich ja schon gesagt. Das ist mal ziemlich sexy und mega geil, oder? Das schmeckt auf jeden Fall. Richtig geile Verbesserung hier, das ist lustig, das ist cool und ich hoffe doch mal. Zusätzlich, Frostzauber kann im Labor auf Rathaus 9 auf Level 2 verbessert werden. Vorher Rathaus 10. Leute, richtig geile, schöne Verbesserung. Meinung dazu gerne in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Von den Verbesserungen bzw. von den Upgrades von den Gebäuden? Gerne mal rein. Ich finde es ganz gut, weil ob da sich so langsam wieder ein neues Rathaus ankündigt am Ende des Jahres, ich weiß es ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Wann neue Rathäuser kommen sollen, ich glaube alle 2 Jahre. Kam denn letztes Jahr das neueste Rathaus oder war das vorletztes Jahr? Da war ich nicht aktiv, ich weiß es nicht. Sonst sieht es wie folgt aus. Klamour-technisch haben wir ein bisschen losrasiert, aber nicht ganz so krass. Nur mit Strich, denn wir haben nur 40 von 42, das heißt, wir haben ein Nierlager bekommen. War nicht ganz so geil. Ich habe es nicht geschafft, den letzten Kollegen auf 3 zu packen, aber dann hätten wir eh nur einen Stern plus, dann wären wir auf 41, das heißt, wir hätten es eh nicht geschafft. War ein ganz knappes Ding. Schauen kurz drauf, ich glaube, ich habe die 5 nochmal angegriffen. Ne, das war nicht die 5, was waren die 7? Ach, ich muss ja hier erstmal hier. Was habe ich denn angegriffen hier? Ich habe die 7 nur auf 98% geschafft. Leider nicht auf 100. Die Zeit hat am Ende nicht mehr gereicht. Aber trotzdem, wie gesagt, hätten wir einen Stern plus bekommen. Hat halt einfach nicht gereicht. Die Gegner haben einfach alles 3 Sterne geklatscht. Außer mich. Mich haben mehrere versucht. Leider hat zum Glück keiner auf 3 geschafft. Ich bin ganz stolz auf mich. Ebenso die Nummer 1. Und mich halt nicht auf 3, den Rest alle auf 3. Wir haben alle auf 3 bis auf 1, 2, 3, 4 und die 7. Ja, und am Ende dann halt eben haben uns 2 bzw. 3 gefehlt, um das Ganze hier zu gewinnen. Was willst du machen, ne? Vielleicht beim nächsten Mal. Ich bin gespannt. So, ist der Zeppelin nicht gerade schon reingeflogen? Kommt er wieder an.
Sonst, ich bin Titan 2 gestiegen, was ich mal mega geil finde. Leute, wir schauen kurz auf meinen Rekord. Ich war auf 4.428 Pokale. Richtig geile Schlachtern, da sage ich euch. Das ist ziemlich cool. Seitdem ich ja die Drachen geupgradet habe, kann ich so krass einfach losrotzen, einfach nur alles so hart wegklatschen. Level 6 Drachen, das ist schon ein sehr feiner Unterschied. Und ich glaube, wir sind hier durch, ne? Wir haben gestern oder vorgestern im Stream die ganze Zeit nur 10 Punkte gefehlt und jetzt haben wir sie, ne? Da ist sie, der neue Heldenskin, die Urzeitkönigin. Und ich würde mal sagen, die gönnen wir uns. Neuer Skin am Start. Let's fucking go. Oh yeah. Das ist sehr, sehr geil. Ein neuer Skin, meine Damen und Herren. Mein zweiter für die Madame namens Queen. Und erstmal direkt erstmal Helden-Skin switchen hier. Da ist er doch ausgewählt, Leute. Let's go. Und gleich werden wir mit der jungen Dame hier mal angreifen. Wie sieht's denn aus? Jetzt säbelt sein Tiger auf den Kopf. Und dann läuft das hier richtig nice. Gebäudetechnisch sieht's wie folgt aus. Ich hatte letztens 4 von 5 Bauarbeiter ready. Ich habe ein bisschen gefarmt. Ich habe zum Bogenschützenturm gestartet. Den zweiten Minenwerfer, die beiden letzten sind auch am Start. Und der eine Bauarbeiter ist ganz einfach noch offen für die Mauern, die ich aktuell noch mache. Mauern wie folgt, alles löschen. Mauern sind wir bei 21, die uns noch fehlen auf Level Nummer 11. Also nicht mehr viel, vielleicht schaffe ich das sogar noch diese Woche. Ich denke doch mal, man kann ja genug farmen, ne? Und dann die ganzen von Level 11 muss ich noch auf 12 pushen. Und man muss daran denken, dass das Update-Pack kommt. Das bedeutet, dass dann Level 11 Mauern 50% günstiger sind als vorher. Also, könnte es schneller werden als gedacht mit den Mauern. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ein mit dem Weinen und mit dem lächelnden Auge, ob das so gut ist mit den Mauern-Upgrades, ich weiß es ja nicht. Wir werden es auf jeden Fall mal sehen. Ich würde mal sagen, wir legen mal los. Suchen einen kleinen, knackigen Gegner, den wir kurz rasieren können. Hatsch gegen den Strich mit dem Benziner, Mann, na gut. Noch gut, blöd. Wir schauen mal kurz, den wir hier finden. Also, meine Ziele sind natürlich klar. Rathaus Elvor, am besten mit Lutt. Da gehe ich rein, da rasiere ich dauerlich 2 Sterne und dann kriegen wir Pokale plus den Loot plus den richtig leckeren Bonus. Dann schmeckt es, dann ist es cool und dann macht es auf jeden Fall Spaß, auch hier in der Titanliga. Oh, hier, guck mal, der gradet gerade sein Rathaus ab, aber Loot hat er, Pokale hat er, nicht ganz so viele, aber lohnt sich nicht. Zu hoch vom Rathaus, das ist ja auch zum Brot vom zu hoch. Also weitergehen, Leute. So kann das nicht funktionieren. Ja, oh, hier gibt es ein Rathaus. Es wird sicherlich verteidigt werden, oder? Mit Tesla-Spulen. Die ganze Rotze. Trotzdem könnte man easy 2 machen, aber am Ende lohnt sich es nicht. Wie gesagt, dunkles wäre ganz lustig und ziemlich cool, aber man sieht es schon, ich habe durchgehend 200k. Mein Lager ist einfach immer voll. Warum? Ich brauche die Helden. Natürlich erstmal zum Pokale farmen. Und am meisten natürlich für die Clan Wars. Und wenn ich da jetzt anfange abzugraden, ist halt doof. Vielleicht werde ich ein paar aussetzen, habe ich schon letztens gesagt im Livestream. Und sage dann, okay, der muss halt jetzt ein paar aussetzen. Und einfach den King ein bisschen hochziehen. Die Queen wird ja wahrscheinlich, oder werde ich wahrscheinlich mit dem letzten Buch des Helden oder der Helden, wie auch immer, auf Level Nummer 50 pushen. Dann ist die Queen auf jeden Fall fertig. Und ja, die nächsten Bücher gehen alle zum King. Und den Warden darf ich auch nicht vergessen. Der ist halt auch noch ziemlich lau, ne? Also Level 10 Warden ist nicht akzeptabel. Das gefällt mir nicht und deswegen müssen wir da auch ein bisschen Gas geben. Er gibt 5 Pokale hier. Ja, weißt du, ist eigentlich normaler Tag, was ich nicht angreife. 5 Pokale, ein bisschen Loot hier, Leute. Bevor jetzt die endlos lange suchen, ganz einfach, wir setzen kurz hier den King ein. Queen mit richtig geilen neuen Skin. Lecker, schmeckt mir auf jeden Fall. Oh yeah, seht euch mal diesen geilen Skin an. Da ist Madame mit neuen Skin. Das sieht doch cool aus, oder? Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, dann geht's weiter voran. Wir setzen erstmal kurz unsere Loons an. Erst die Loons für die ganzen Minen, habe ich so gelernt. Dann kommen die Drachen. Dann kommt der Rotz. Dann kommt der Warden angeflogen. Und jetzt setzen wir ein paar Wut natürlich Zauber. Let's go. Lasst uns mal rasieren. Let's fucking go. Sehr schön. So, der nächste hier noch rein. Der nächste Wut. Schön zum Rathaus ziehen, wie sie es gehört auf jeden Fall. Und schön, schön Damage machen. So, kurz einmal den hier noch gezündet. Das ist auf jeden Fall down. Das ist sehr, sehr gut. Und das gefällt dem Lars hier noch ein Wut. Da noch ein Wut. Und lasst uns weiter rumwuden. Rumwuden, genau. Gut, hier können wir kurz einmal den machen, den Freeze. In der Mitte sind sie noch gut dabei. Jetzt den ersten Hut hier für die in der Mitte. Und die 50% sollten wir da auch noch packen. Geht auch kurz einmal den noch drauf hier, dass der da down geht. Das gefällt mir, weil die Luftpuste sind scheiße. Jetzt habe ich vor oben natürlich für den Inferno keine Freeze-Zauber mehr. Ist mir auch Wurst. Ich habe die 50% geschafft und die 2 Sterne. Das war jetzt easy. Ist halt eine Anti-3-Sterne-Base. Da schaffst du eh keine 3. Ja, könnte man schon schaffen, aber ich habe jetzt nicht, also ich habe meine Angriffsstrategie darauf ausgelegt, dass ich immer 2 schaffe.
Und klar, wenn ich drei hinbekomme, mache ich es, aber ja, das passt auf jeden Fall. Ich könnte auch die ganze Zeit mit E-Drax angreifen, haben auch schon viele gesagt. Und greife nicht nur mit E-Drax an, weil die einfach so teuer sind und ich Kasernen technisch einfach nicht so upgradet habe, dass ich die schnell ausbauen kann, beziehungsweise bauen kann. Es würde so unmenschlich lange dauern, dann die ganzen E-Drax zu bauen. Und deswegen habe ich auch halt auf Drachen gesetzt. Und zwei E-Drax hatte ich nun die ganze Zeit dabei für die Quest, die es ja mal gab. Die kann ich eigentlich abbrechen. So, wir gehen mal kurz hier drauf. Und wie man sieht, ein bisschen Loot, ein bisschen geilen Bonus. Das schmeckt, drei Pokale, ist okay, besser als gar nichts. Genau, es war nämlich hier eine Quest die ganze Zeit mit den E-Drax. Ist ja vorbei, ich muss jetzt den ganzen Riesen einsetzen. Sichere dir in diesem Ereignis 10 Sterne in Duellen, indem du Bauarbeiter, Basen, deine Gegner und dabei 6 Haut drauf Riesen einsetzt. Schnapp dir ein paar tolle Belohnungen. Geil. Also an sich kann ich es wieder bearbeiten hier. Und zwar kurz auf Schnellausbildung anpassen. Die E-Drax können halt einfach weg. Brauche ich nicht mehr. Schuss. Das wird gesaved. Dann machen wir die Armee halt noch schneller. Das, oh, jetzt habe ich gar nicht genug drin. Ne? Jetzt habe ich nur 200. Moment. Anpassen. Da müssen mehr E-Drax, mehr normale Drachen natürlich. So, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Speichern. Speichern. Dann noch hier ein paar Drachen hinterher. Dann läuft der Hase auf jeden Fall. Let's fucking go. Und jetzt passt es, ne? So, ja, okay. Sehr gut. Joa. Bauarbeiterbase. Da gehen wir auch kurz drauf auf jeden Fall. Was geht hier allgemein ab? Also, hier bin ich auch in sehr guten Schritten unterwegs. Ich muss nur noch einmal upgraden hier. 69.000. Dann kann ich die Kanonen hier auf Level Nummer 10 bringen. Und sonst bauarbeitertechnisch hier habe ich soweit alles hochgezogen. Das kann auch nochmal hier kurz. Ja, alle Minen, beziehungsweise alle Zauber, nicht Zauber hier, die ganzen Fallen muss ich noch hochziehen. Habe ich ja jetzt eben alle gemacht. Das ist, glaube ich, die letzte sogar. Und dann fehlen auch die Mauern. Wenn wir die Mauern alle fertig haben. Oder hier noch eine Mine. Ja gut, wenn die Minen alle fertig sind und die Mauern und dann das letzte Upgrade hier im Sternenlabor, dann können wir hochgehen und werden hier auf jeden Fall dann auch auf Meisterhütte 6 gehen. Natürlich, wie gesagt, ich werde alles hier auf den maximalen Level bringen, bevor ich hochgehe, wie es sich auf jeden Fall gehört. Was haben wir hier? Oh, ganz viele tolle Angebote. Kampfgeist, die Überholspur, Runen erwachen. Sexy, sexy, gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier noch? Ja, nun so ein Angebot für ein Rathaus. Naja, das ist natürlich ziemlich akzeptabel, wie auch immer. Anfragen, let's go. Was gefällt mir auf jeden Fall? Sind wir fertig hier, können wir angreifen, wenn wir möchten. Aber das nächste dann in die Livestream. Und ja, wie schon erwähnt, das Buch werde ich benutzen. Hier kann ich schon mal abholen für die Queen später. Dunkles ist eh voll. Und ja, ob jetzt der Bauarbeiter gleich geopfert wird, um den King abzugraden. Mal gucken. Und dann aussetzen. Aber es beginnt ja bald, ja gut, die Clan-Spiele beginnen bald. Ne? Obwohl, da brauche ich auch keinen King. Brauchst du ja auch nicht, ne? Die gehen in 2 Tagen los. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir müssen mal gucken. Ich denke mal, dass ich, wie gesagt, die für Clan War technisch was aussetze, damit der King hochgezogen wird. Dann schmeckt und passt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal hier. Gleich den Uhrenturm rein. Moment, für die Quest brauche ich was? Indem du Gegner passiert dabei 6 Haut drauf Riesen. Alles klärchen. Das heißt, wir werden dann mal kurz hier angreifen gehen und werden 6 Haut drauf Riesen mitnehmen. Ich habe da eine neue Angriffsstrategie mal zum Testen. Also 6 Haut drauf Riesen. Und am Ende dann die Kanonen hier. Das kann doch auf jeden Fall auch funktionieren, oder? Let's go! Lasst uns dann mal probieren, ob das so funktioniert. Also Riesen rein. Dahinter die Scheiße. Dann noch den rein. Und let's go! Lasst uns Damage machen. Ich habe schon mal Oni mit den Kanonen angegriffen. Einfach nur, um den Uhrenturm zu sammeln. Einfach war das für eine Quest. Um einfach nur den Goldpass voranzupushen. Und die sind echt gar nicht mal so schlecht, ne? Also die Kanonen, die können schon ein bisschen Damage machen, ne? Dazu ein paar Riesen dazu. Das kann ziemlich geil sein. Und da konnte man richtig böse sehr viele Sachen wegrasieren. Wie es sich auf jeden Fall gehört. Natürlich laufen die Riesen gerade richtig scheiße, weil es so eine behinderte Kackbase ist. Ups, ich habe ganz böse Wörter gesetzt. Und die laufen auch außenrum zu. Ist auch scheiße. Ich hätte hier, glaube ich, mein Fassreiter hier ein bisschen später setzen sollen. So, gönnt euch die Mitte bitte. Ein Rathaus ist auf jeden Fall ganz geil. Ja, und auch sehr, sehr toll. Der Rathaus easy. Die machen auch Damage, ne? Diese Karren. Denn ist einiges, was die machen. Wenn du halt Riesen hast und die dazu. Ja, das ist schon eine böse Kombination, Leute. Das ist echt eine böse Kombination. Gefällt mir. Es können vielleicht sogar 3 werden, mit Glück. Obwohl es eine Ringbase ist und außenrum zu alle gelaufen sind. Ein Riese lebt noch. Ich kann auch die ganze Zeit die Fertigkeit usen hier von meinen komischen Kollegen. Kann funktionieren. So, er tankt jetzt hier weiter. Das ist auch sehr gut. Wir zünden ihn mal kurz. Ja, mach mal kurz kaputt den Scheiß. Ja. Doch, das werden 3, Leute. Das werden 3. Das läuft ja hier richtig. Die wird jetzt verrecken, oder? Ach, Quatsch, hier, komm. Zünd mir noch kurz den Kollegen hier. Let's Schlitz. Boom, ratter, ratter, bum, bum. 1 und 2 und tot.
und zwei Karren sind noch da. Und wir gewinnen das. Easy 3, gar kein Ding für den knackigen King. Noch kurz den kaputt machen hier. Schizzy. Und somit haben wir 3 bekommen. So muss es auch sein. Und dann lassen wir gerade dann auch 3. Wenn du 3 holst, holt er auch immer 3. Nö, nur 1 und 62. So ein Snob. Ja, und dann füllt sich hier die Quest. Das gefällt mir. Man muss nur 10 Sterne sammeln, das ist natürlich easy, ne? Was bekommen wir hier? Dann bekommen wir einen Uhrenturmtrank. Ja, gut. Besser als nichts. 400 davon, 25 Gems. Ist akzeptabel, kann man sich dann am Ende irgendwie ein Tränklein für kaufen. Das ist okay. So, Leute, wie mal sagen, war es das schon wieder hier, ne? Update von meiner Base, was aktuell allgemein abgeht hier. Ich denke, der King wird hochgezogen. Und ja, schreibt gerne Meinungen und so weiter in die Kommentare. Kritik, Anregungen, was auch immer. Ich lese sehr gerne Kommentare. Ich lese auch jedes Kommentar. Und ich beantworte auch jedes Kommentar. Also, lasst ein Like da, wenn ihr Bock habt. Seid ein Haufen super nasser Boys. Ich bedanke mich. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi.